Tag, herzlich willkommen zurück bei Let's Play Gothic 2 Gold. Wir haben letztens mit dem Ring des Wassers gesprochen, nicht mit dem Ganzen, nur mit vier Leuten davon oder fünf, wenn man ihn hier mitzählt. Und wir sollen zurück in die Stadt, was ich mit Begeisterung geäußert habe im letzten Part. Da waren wir nämlich bisher eigentlich nicht so oft. Ah! Nein, aber ich habe auch noch einen anderen Grund gefunden, warum wir zurück in die Stadt könnten, sollten, tun können. Denn ich habe meine ersten Parts mal wieder angeschaut, die oberkrassesten ersten Parts, und habe gesehen, dass wir für Lares ja noch so ein komisches Ornament haben. Und er hat gesagt, er kann nicht von der Stelle weg, wo er steht am Hafen, weil er Nicht zu irgendwas plündern. beobachten muss. Und hier in der Toten Harpy, oder wie es geheißen hat, konnten wir jetzt nicht mit ihm darüber reden. Also schätze ich, dass der wohl jetzt bald wieder in der Stadt stehen wird, der Dude, und zwar wieder an der altgewohnten Stelle, und wir dann an der altgewohnten Stelle mit ihm den Weg zum Tempel antreten können, weil er ja dorthin, wie wir gehört haben. Zumindest ist das meine grobe Schätzung, weil er die ganzen anderen Wassermagier sind, dieses Ornament hinbringen soll. Und da er ja, das habe ich schon gesagt, nicht weg kann. Ich bin nur ein bisschen behindert, deswegen merke ich mir das nicht. Braucht er dafür unsere Hilfe offensichtlich. Und ich werde dann auch vielleicht einmal testen, was passiert, wenn wir in der Stadt die Rüstung anhaben von diesen Guys, von diesen Dudes. Denn angeblich sollen wir das ja nicht. Und ich frage mich, ob man dafür bestraft wird. Oder ob es ähnlich sinnlos ist. Wie so manch andere Gesetze hier im Spiel oder Regeln hier im Spiel. We will see. Aber als Miliz müssen wir es natürlich selbst an die stumpfsinnigsten Regeln halten. So ist das. Ja, als Vertreter des Gesetzes muss man das Gesetz auch achten. Das muss der Held leider verstehen. Ach, übrigens habe ich auch gesehen beim Schauen der Parts, dass wir von ihm angeblich 100 Goldstücke kriegen, wenn wir die Banditen erledigen, genau. Ich habe die Banditen erledigt. So? Das kann ja jeder erzählen. Ja, habe Hast ich. du einen Beweis? Soll ich nochmal zurückgehen und dir die Köpfe abschlagen? Nein, ich denke, das wird nicht nötig sein. Ich glaube dir. Damit hast du den Händlern und der Stadt einen großen Dienst erwiesen. Hier ist das versprochene Gold. Das ist nett. Sorry, dass ich reingeredet habe. Aber so ist das nun mal mit mir. Ich bin halt ein bisschen übereifrig. Als Stadtwache eigentlich gut. Oder auch nicht. Wenn mich irgendwer dumm anschaut, dann wird er gleich eingekerkert. Ich habe mir das schon Zum gedacht. Beispiel da, dieser Bonze da unten, der Eingebildete, den würde ich richtig gerne im Loch sehen. Aber irgendwie wird das, denke ich, Aber nicht der gehen. Mensch und das Tier führten Krieg auf Hallo? dem Land Adanos. Und der Zorn der Götter Das mit den war Manieren mit beibringen, ihm. das wird nicht funktionieren als Stadtwache. Ich werde hier vor jetzt aber einmal speichern, weil ich es probieren will. 28.02., 19.02. Old as fuck. So, Und der vielleicht mal Mensch erschlug rausgeschnitten. das Tier. Und da war die. Und es ging ein in Oder Belias wollen wir rein. zuerst ihn ein bisschen vermöbeln? Was wir sicher nicht dürfen. Ich muss dir wohl mal Manieren beibringen. Macht mir nichts. Du Adanos kannst aber mich ruhig sah, verprügeln. dass nun Ordnung Wenn ich und morgen Chaos aufstehe, ungleich wird's mir waren. wieder gut gehen. Und er bat Aber du Enos, musst mit deiner Visage den ein Leben Menschen lang seine göttliche rumlaufen. Macht zu nehmen. Spaßt. Also, ich werde jetzt einfach etwas machen, was ihr, glaube ich, auch tun möchtet. Und zwar das, auch wenn ich es nicht darf. Ja. Mein Gott. Penner. Mein Kopf. Penner. Okay, wir machen es Wenn nicht. Hier Ich einer glaube, Schläge verteilt, dann das bin hat sich ich jetzt das. erledigt. Kapiert? Das ist heute. That's today. Today is Sunday. On the Pfingst weekend. You can see it on the Datum. Die Brüder des Ringes haben mich zu dir geschickt. Gut. Ich habe schon auf dich gewartet. Ich werde dich zusammen mit den anderen Wassermagiern durch das Portal schicken. Du wirst der Spur des ehemaligen Erzbarons Raven folgen und herausfinden, wozu er die Bürger von Korinnes gefangen genommen hat.
Wir hier werden weiterhin versuchen, der Bedrohung durch die Banditen Herr zu werden. Bring dieses Schreiben zu Saturas. Von jetzt an wirst du deine Aufgaben von ihm erhalten. Laris wird dich zu ihm führen, wenn er das Ornament nicht schon überbracht hat. Möge Adanos dich leiten. Sollen wir ihn mitnehmen oder nicht? Das ist die Question, die ich mir jetzt stelle, aber wir werden ihn mitnehmen. Vielleicht gibt es EP. Außerdem gehen wir dann wieder ein bisschen durch die City und vielleicht finden wir dann noch krasse Leute. Wie zum Beispiel den Typen hier, der fegt. Tag. Hey. Show me your things. Ja, du hast tolle Sachen. Das ist eine Fackel oder was? Nö, ein Besen, noch besser. Mit dem fängt man nämlich nichts an. Exakt nichts. Und ich werde schauen, ob wir eine Fackel haben, weil das ist äußerst vom Vorteil, wenn man draußen rumstreunt. Auch wenn wir wissen, dass die ein wenig verpackt sind. Denn wenn man mit einer Fackel in der Hand speichert, wir haben eine, dann verliert man die beim Laden. Und das ist etwas doof. Deswegen sind Lichtzauber vielleicht gar nicht so schlecht. Legs. Speichern. So. Und ab geht's zum Lariboy, der hoffentlich krasse Sachen zu tun hat. Hier ist Lema, mit dem haben wir nichts zu tun. Ich hoffe auch, das müssen wir nicht. Weil ich glaube nicht, dass der sonderlich lieb ist. Das haben Pfandleier hey, so an sich. Du. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht reden. Komm, wir sind Kollegen. Vatras würde mir den Kopf abreißen. Ach komm. Okay, lass uns gehen. Wohin? Lass uns Vatras Ornament zurückbringen. Dann wollen wir mal. Folge mir. Ja, jetzt kannst du plötzlich weg, obwohl du genau dasselbe sagst wie vorhin. Da verstehe einer die Welt echt. Der ist geistig nicht so auf der Höhe, der Laris. Der Bastard. Banditenschwein. Hier tut er auf lieb. Im dritten ist er dann wieder so ein bisschen kleptomanisch angehaucht. Aber hier irgendwie, finde ich, passt das überhaupt gar nicht zum Laris aus dem ersten Teil. Ich weiß nicht, ob ihr den ersten Teil selbst gespielt habt oder mein überkrasses Let's Play gesehen habt, das nicht überkrass ist, weil es ewig alt ist. Da war er ja eher so ein, sagen wir, ja, kaltblütiger Bandit, der ja sogar die Konvois überfällt, um an Sachen zu kommen und dem mehr oder weniger das Leben der anderen Menschen eher so einen Scheißdreck interessiert. Und hier ist er plötzlich im Ring des Wassers. Ich finde, das passt nicht. Auch wenn er dafür von den Wassermagiern jetzt natürlich geschützt wird und jetzt keiner weiß, dass er damals in der Kolonie war, was über uns interessanterweise auch keiner weiß. Also wofür er dann jemanden braucht, weiß ich auch nicht. Aber, ja, jetzt, so ist wo wir das außerhalb der Stadt sind und uns keiner zuhört, kann ich dir ja mal ein paar Takte erzählen. Dieses Ornament, das du mir gebracht hast, werden wir nun zurück zu Saturas bringen. Du kannst dich doch sicherlich an Saturas erinnern. Wir waren schon dort. Mhm. Sicher. Er war der oberste Wassermagier im neuen Lager. Wir Jungs aus dem ehemaligen neuen Lager unterhalten mit den Wassermagiern immer noch gute Beziehungen. Selbst Lee würde die Wassermagier auch heute gegen jegliche Gefahr schützen, wenn es in seiner Macht steht. Damit wir immer Kontakt halten mit den Wassermagiern, bin ich die meiste Zeit in der Stadt und arbeite mit Vatras zusammen. Und das hier ist die Rüstung, die jeder von uns von den Wassermagiern bekommt. Der Ring des Wassers trägt solche Rüstungen schon seit der Zeit vor den Orkkriegen. Was hat Kavalorn damit zu tun? Soviel ich noch weiß, war er kein Anhänger des neuen Lagers. Du hast recht. Unsere Gemeinschaft ist gewachsen. Selbst ich weiß nicht, wie viele es mittlerweile sind. Aber lass uns jetzt weitergehen. Ich will erstmal weiter von der Stadt weg. Wir können uns später noch darüber unterhalten. Ja, leider wissen wir das alles schon. Das ist ein bisschen schlecht gemanagt. Lass uns weitergehen. Bleib nicht hinter mir. Wir können dann ja auch unsere Rüstung anziehen. Wenn er das macht, er ist ja unser Vorbild, unser Meister, zumindest hier. Ja, eigentlich doof, dass ich jetzt eine Neuaufnahme mache, dann seht ihr halt das Speichern. Ihr dürft das Spannendste am ganzen Spiel sehen und wahrscheinlich wieder meine verzerrte Stimme hören.
Wobei die interessanterweise nicht immer verzerrt ist, wenn ich speichere. Das ist relativ crazy. Ich starte mal das Spiel neu. Diese Lags gehen mir auf den Nerv. Bis gleich. Da bin ich wieder und der Held hat sich scheinbar in der Zwischenzeit nicht zurückhalten können und hat wieder ein paar Kilo zugelegt. Auf den Kerl muss man echt aufpassen wie auf sein eigenes Kind. Ich bin gespannt, ob der mit uns jetzt hier rauf geht oder unten lang. Unten lang, weil es natürlich sein könnte, dass man die Banditen noch nicht gekillt hat. Aber ich glaube, der Weg unten lang ist etwas länger. Wenn ich mich nicht täusche. Aber ich kann mich täuschen. Ich bin nicht Innos und der Held auch nicht. Auch wenn er immer in seinem Namen handelt. Oder eher im Namen des Königs. Oder im Namen von sich selbst. Oder im Namen Xardas. Das weiß man nicht so. Aber... Was ist los? Geht's noch? Ja. Was genau machst du hier im Hafen? Darüber kann ich nicht... Ach komm. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir. Ich bin das Stück schon durchgerannt, mein Freund. Und du machst hier zweimal Pausen. Bitte. Da sieht man mal, warum wir der Held sind und nicht du. Bringt das was, wenn wir ihn mitnehmen eigentlich aus Erfahrungspunkten? Weil, wie gesagt, wir waren ja schon hier. Und er jetzt da eine besondere Rolle spielt. Je ne sais pas. Aber cool, dass wir wissen, dass wir hier draußen offensichtlich mit der Rüstung rumlaufen dürfen. Auf Onas Hof wahrscheinlich eher auch nicht so. Da sind wir aber, glaube ich, allgemein nicht gern gesehen als Miliz. Da hat der Ona was dagegen, aus bekannten Gründen. Was bist du? Schwerer Ast. Ich werde den Stuff hier schön mitnehmen. Der Held steht auf guten Stuff. Bleibst du mal wieder stehen, oder? Ja. Mach mir jetzt nicht schlapp. Willst du mich verarschen? Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter. Ja, ja. Diese Gespräche immer echt. Nur damit er was sagt. Er möchte sich unbedingt in den Mittelpunkt drängen, aber das wird nichts, Laris. Du bist nur ein NPC. Ich bin der Einzige hier mit einer echten Intelligenz. Ich bin dir leider haushoch überlegen, mein Freund. Dann schau, ich kann einfach hier stehen bleiben. Das kannst du nicht, du rennst einfach weiter. Bitte. Einfach unglaublich bitter. Die Wassermagier sind völlig aus dem Häuschen. Seit Wochen schon buddeln sie an einer Ausgrabungsstelle im Nordosten. Weiß der Geier, was sie denken, dort zu finden. Alles fing damit an, dass die Erde bebte, wie in den schlimmsten Zeiten der Barriere. Grauenhafte Steinwesen entstiegen der Erde und fegten alles aus dieser Welt, was sich näher als 100 Schritt an sie heranwagte. Die Wassermagier nahmen sich der Sache an und vernichteten die feindseligen Eindringlinge. Und nun buddeln sie da unten und suchen nach einer Erklärung für diese seltsamen Vorkommnisse. Aber das wirst du ja bald selbst sehen. Wir haben es schon gesehen. Ich kann es noch 50 Mal sagen. Bleib dicht hinter mir. Du siehst auch, lieber Laris, dass der Weg hier vollkommen frei von Viechern ist. Was auch auf uns zurückzuführen ist. Aber... Du möchtest nicht einsehen, dass du einfach fehl am Platz bist. Dass dich keiner braucht. In die Miliz wären wir auch anders gekommen. Bei der Sache mit der Aufnahme in den Ring des Wassers hast du uns auch nicht geholfen. Den Weg hier musst du es auch nicht zeigen, weil wir ihn schon kennen. Gut, den Typen haben wir bezahlt. Ich hoffe, der rennt da jetzt einfach durch. Kannst du noch? Ja, ja. Lass uns weitergehen. Bleib dicht hinter mir.
Den können wir aber dann auch mal umhauen, den Wegelagerer, denn der wird uns höchstwahrscheinlich dann unser Erz zurückgeben. Schätze ich. Ansonsten müssen wir uns das Erz aus seiner Leiche nehmen oder aus seinem bewusstlosen Körper. Ja, wir sind hier. Larry Berry hat uns hergeführt. So, hier kann's gefährlich werden. Lass uns weitergehen. Halt dich ein bisschen zurück. Stimmt, da waren die Warane und so, glaube ich. Oder Snapper, noch besser. Hier. Er kümmert sich um den Snapper, das ist fein. Denn ich glaube, wir schaffen die nicht. Okay, ich ändere meine Meinung. Er ist doch zu was Nütze. Ein Mist, viel weniger. Aber wir haben mitgeholfen, muss man dazu sagen. Nicht so mit blöd. Einem Schlag. Mit einem ganzen verdammten Schlag. Blau Flieder, komm mit. Wir können Flieder gebrauchen. Weil Flieder schön ist. Vor allem, wenn er blau ist. Wir sind da. Hier, nimm das Ornament. Irgendwo da drin müssen die Wassermagier sein. Bring es zu ihnen. Wenn du in dem Erdloch da unten auf irgendwelche Viecher triffst, von denen du glaubst, dass du ihnen nicht gewachsen bist, dann ergreif am besten die Flucht nach vorn, bis hin zu Saturas. Er wird sich schon um die Biester kümmern. Ich muss zurück. Und eins noch. Lass dir nicht einfallen, mit dem Ornament hier in der Gegend rumzuwandern. Geh direkt zu Saturas. Wir sehen uns. Ja. Mach ich. Auch wenn ich nicht weiß, was passiert, wenn ich mit dem Ornament hier in der Gegend rumgehe. Aber ich glaube, den Tipp mit Saturas, von wegen einfach durchrennen zu ihm, er killt die Gegner schon, das haben wir beim letzten Mal auch gemacht. Und das hat sich, glaube ich, recht gut durchgesetzt. Ja, um es mal so auszudrücken mit vielen S, wenn einem das richtige Wort nicht einfällt. Aber so ist das nun mal bei Improvisation. Kennen wir schon, wie gesagt, wir haben da ja, glaube ich, meines Wissens schon alles eingesammelt, auch wenn es jetzt schon ein bisschen länger her ist. Und dann haben wir jetzt die offizielle Erlaubnis, wieder mit ihnen zusammenzuarbeiten, obwohl das dem Saturas wahrscheinlich nicht so gefallen wird. Tag. Hier nochmal sichern. Hey, du. Ich bin mit Laris hierher gekommen. Laris? Wirklich? Wo ist er? Ich bin allein. Laris ist zurück in die Stadt gegangen. Was? Und er hat dich ganz allein zu uns geschickt? Was denkt er sich eigentlich? Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers, exactly. Ich gehöre jetzt zum Ring des Wassers. Wie ich sehe, trägst du die Rüstung unserer Kinder. Und ich erkenne in deinen Augen, dass du die Wahrheit sagst. Ist gut. Ich werde deine Aufnahme in unsere Reihen akzeptieren. Aber bedenke, dass es auch mit einer großen Verantwortung verbunden ist. Tja. Und ich will für dich hoffen, dass du ihr auch gerecht wirst. Mhm. Ornament, hier. Ich habe euer Ornament mitgebracht. Was in aller Welt soll das bedeuten? Wer hat dir das gegeben? Sag nicht, dass Laris es dir einfach überlassen hat. Jetzt komm mal wieder runter. Ich habe es dir gebracht, das wolltest du doch, oder? Schon, aber es beunruhigt mich, dass du schon wieder deine Finger im Spiel hast. Warum machst du so ein Theater um die alte Geschichte mit dem Erzhaufen? Immerhin habe ich schon damals für dich gearbeitet. Hast du dich da etwa nicht auf mich verlassen können? Und was hat es mir schlussendlich eingebracht? Denk ja nicht, dass ich dir traue. Was machst du hier unten? Diese Hallen beherbergen alte Geheimnisse, rätselhafte Geheimnisse. Die Inschriften und Wandmalereien lassen auf eine sehr alte Kultur schließen. Alles, was du hier sehen kannst, ist in einer uns gänzlich unbekannten Sprache geschrieben. Wir fangen gerade erst an, sie zu lernen und ihren Sinn zu erfassen. Warum ist dieses Ornament so wichtig, könnten wir fragen, aber zuerst fragen wir über die Erdbeben, weil uns die Sorgen machen, denke ich. Was sind das für seltsame Erdbeben? Das ist eins der Rätsel, die ich versuche zu lösen. Das Gefüge der Magie wird irgendwo hinter diesen Bergen gestört.
Ganz offensichtlich versucht da jemand mit aller Gewalt einen mächtigen Zauber zu brechen. Ich fürchte, es dauert nicht lange, bis die ganze Insel von diesem Beben heimgesucht wird. Warum ist euch dieses Ornament so wichtig? Es ist der Schlüssel zu einem Portal. Mehr werde ich dir dazu nicht sagen. Wir gehören zu euch, Mann. Warum bist du so eine Zicke? Vatras gab mir dieses Amulett des suchenden Irrlichts. Ah, ein seltenes Artefakt. Mit seiner Hilfe kannst du das Irrlicht trainieren. Wusstest du das? Kannst du mir dabei helfen? Gerne. Ich habe mich lange mit dieser Art von Magie beschäftigt. Aha. Zeig mir, wie ich mein Irrlicht unterrichte. Wonach soll dein Irrlicht denn suchen? Gold, Schlüssel und Gebrauchsgegenstände, Fernkampfwaffen und Munition. Aha. Ah, ich verstehe. Das ist... Irgendwann haben wir von ihm dieses Teil bekommen, damit wir den schuldigen Waffenhändler finden. Also Fernando, oder? Oder... Ich will nicht Unrecht haben. Will nicht Unrecht haben, apropos Unrecht. Gletscherquarz erhalten. Nichts zu holen. Nichts zu holen. Da habe ich das Gletscherquarz, dem nichts zu holen, bevorzugt.